Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Kerbel. So, wir hatten ja die Frage im Raum stehen, wo machen wir denn wissenschaftsmäßig weiter? Und die Frage wurde von meinem weisen Beraterstab mehr oder weniger beantwortet mit: Spar doch auf Strom und Antenne, um beide Probleme mit einem Schlag zu lösen, weil wir haben ja 232 Science-Punkte. Wir brauchen 300 Science-Punkte. Und hier oben würden wir das neue Kommutron, die große Reflektorschüssel mit 60 Gigametern Reichweite bekommen, was uns, glaube ich, ganz gut hilft für interplanetares Fliegen. Und wir bekommen sogar die Gigantor Solarrays, also die ganz großen, und noch so ein bisschen Firlefanz, Water Purifier, bla 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 bla, Thermal Control Systems. Aber das ist natürlich der spannende Part hier. Ich kann der Logik komplett folgen. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie wir die Science-Punkte rangejungelt bekommen. Meine erste Idee wäre, wir gucken auch mal im Chaos vorbei, was die da so zu sagen haben. Vielleicht haben die ja mittlerweile mal was Sinnvolles getan. Ne? KP, ich gucke in deine Richtung. Oder ist da oben noch nicht allzu viel passiert? So. Also, na immerhin, guck mal. Also während wir unsere letzte Mission geflogen sind, haben die immerhin schon mal 15 Science-Punkte generiert. Das ist ja schon mal viel wert. Ich würde sagen, die werden wir jetzt gleich mal an die Antenne draußen, dann übertragen wir das doch mal. Was? Was? Was soll denn kommen, ihr Weiß? Haben wir gerade keine Verbindung? Ach, wir haben gerade keine Verbindung. Na gut, dann warten wir mal kurz, bis wir eine haben, und dann holen wir uns schon mal die 15 Zeitpunkte. Dann haben wir schon mal einen Teil der Miete drin. Na, 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 na komm. Jawohl. So, dann sollte das ja jetzt klappen. Transmit Science. So, damit haben wir dann 247 Science auf der Haben-Seite. Die Research noch immer noch. Gut. Ab ins Space Center, damit uns das Gequieke hier nicht die Ohren abreißt. So. Administration Building können wir vielleicht noch. Irgendwie Science verkaufen oder sowas? Geht sowas? Geld gegen Science tauschen? Ne, andersrum. Ich will es genau andersrum. Nee, das hilft uns nicht. Das hilft uns nicht. Schade. Na gut, also direktes Umwandeln ist nicht drin. Ich glaube, wir haben es wahrscheinlich auch einfach schon gemacht, deshalb ist es weg. Okay, das heißt, wir brauchen eine Mission, die uns um und bei bummelige 60 Science-Punkte bringt. Jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal. Also wir müssen uns ja irgendwo hier in diesem Rahmen bewegen mit großer Wahrscheinlichkeit. Oh, wartet mal. Waren wir schon mal? Wir haben einen Temperature Scan gemacht. Wir könnten natürlich jetzt. Ach Mist, wir haben die Reichweite wahrscheinlich noch nicht, ne? Könnten natürlich ein bisschen eine Risikooperation fliegen. Wir bringen einen Kerbel raus in eine Sonnenumlaufbahn, machen ganz viele Experimente und versuchen, Kerbin wieder zu erreichen. Dann brauchen wir die Funknummer nicht. Ich glaube, das machen wir. Das klingt doch wie ein guter Plan. So, und dafür nehmen wir einfach ein schönes, bewährtes Raketenmodell. Irgendwas mit ordentlich Bums dahinter. Pa, 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 pa. Also irgendeine von den Minmus. Wollen wir die Minmus 4 gleich nehmen? Gott, die braucht schon mal keine Landebeine mehr. Die hat Mystery gut dran, die hat das dran.
Viele, viele Sachen haben wir alles dran, was wir brauchen. Wir haben nicht viel mehr, ne? Ich bin eigentlich bei. Bin ich bei Science drin? Ja. Oh, Science Junior könnte man natürlich noch mitnehmen. Ich bin versucht, das tatsächlich zu machen. Lasst uns das mal tun. Utilities. Und zwar, wir packen uns hier ein Utility Bay ran, das große. Also das Service Bay, ich entschuldige mich. So. Zack. Zack. Dann packen wir da rein, nämlich. Alles Science Junior und diesen ganzen Firlefanz da, den wir eh oben dran hängen haben. Zack. 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 Haben wir echt nicht mehr zu sciencen? Ist das wirklich alles? Na gut. Na gut. So. Wir haben Strom, wir haben Solarpanels, wir haben. Essen. Das reicht mit einer Person. Müssen jetzt nämlich mal ein bisschen aufpassen, dass wir es nicht übertreiben. So, wir brauchen einen Piloten. Der Pit Kerman wird, glaube ich, unser Freiwilliger. Es tut mir leid für ihn, aber wir gehen jetzt volles Risiko. 318 Tage sollte eigentlich reichen, dass wir es zurück nach Kerman schaffen. Also die Überlebenschancen sind vorhanden. Das ist die Antenne mit der höchsten Reichweite, die wir haben. Das ist nicht viel, aber es ist. Oh, wartet mal. 90 Millionen Nupsi-Meter macht es nicht so viel besser. Oh, es sind halt. Oh, das ist ein bisschen mehr, ne? Aber das Ding ist riesengroß, glaube ich. Das reißt uns wahrscheinlich einfach nur stumpf ab. Ne, wir bleiben mal bei dem Ausfaltbahn-Ding. Das ist, glaube ich, besser. Aus Aerodynamikgründen könnten wir die Jungs hier natürlich noch nach innen bauen. So. Und dann haben wir es eigentlich schon fast, würde ich sagen. Nur aufpassen, dass der gute Junge nicht unterwegs verhungert oder ihm der Strom ausgeht. So. Komm, da geht noch einer dazwischen. Jawohl. So. Das sieht doch gut aus. Gut. Strom haben wir, Experimente haben wir, einen Piloten haben wir. Wir können damit zurückkommen. Wir haben 300 Tage Zeit und wir haben 6600 irgendwas Delta V. Das sollte eigentlich reichen, um uns raus in die Sonnenumlaufbahn zu bringen und auch wieder zurück, sagt jetzt die Theorie. Ja, und ich würde sagen, wir versuchen das jetzt einfach mal, bevor wir hier groß rumtüdeln, und das wird unser erster sein. Kerbul Explorer One. So. Nicht ganz konsequent mein Namensschema eingehalten, ne? So. So irgendwie. Gut. Ich würde sagen, Pitt hat hiermit die große Ehre, der erste Kerbal zu sein, der das Kerbin-System verlässt. Jetzt schauen wir mal, wie er sich dabei so anstellt. Und ob wir ihn in einem Stück zurückbekommen. Und das wäre, glaube ich, von der Länge her auch eine Mission, die wir wirklich heute in einer Folge schaffen könnten. In diesem Sinne gehen wir jetzt einfach mal wirklich Hackengas. So, schnöde, einfache Burns kann ja jeder. Wir machen das natürlich professionell.
mit einem Swing-By am Mann oder Moon oder wie auch immer ihr es nennen wollt und katapultieren uns somit relativ wenig Delta V raus auf eine Sonnenumlaufbahn. Dann haben wir ziemlich viel Sprit, um zurückzukommen. Das halte ich persönlich für eine gute Maßnahme, denn wir wollen Pit ja nicht umbringen bei der ganzen Aktion, sondern wir wollen ja, dass Pit als gefeierter Held zurückkommt. Lustiger Grafikbug, Körben in zwei Hälften. Na gut, das ignorieren wir mal höflich, so sieht es schon wieder besser aus. Und ich würde sagen, Feuer frei, wir sind spät dran, gleich kommt auch noch das doofe Triebwerk, mit dem das alles noch ein bisschen langsamer passiert. Von daher Vollgas in Richtung unseres Manövers. Da lang geht's. Ja, noch sind unsere Piloten nicht so gut, dass sie das alleine machen können. Ne? Noch muss man hier per Hand fliegen. Jo, und Pit beschleunigt raus in Richtung Tiefen des Weltalls mit unserem letzten Fitzel Sprit. Der ist jetzt alle und wir gehen auf die nächste Stufe und dann sieht man schon den Mann. Ah, guck mal, das geht aber ganz gut. Kleines, schnelles, kompaktes Raumschiff. Hat ein bisschen was von der Orion-Geschichte, muss ich sagen, so rein optisch mit den vier Solarpanels. Echt schick geworden. Jetzt gucken wir mal, dass ich hier nicht vor lauter Gequatsche mein Manöver verbocke. So, und tschüss. So, wir sind raus. Haben wir sogar noch ein bisschen Delta V gespart. Okay. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Kommen wir noch am Mann vorbei. Vielleicht können wir da sogar noch irgendwas einsammeln, aber wahrscheinlich eher nicht. Und ich würde sagen, auch im Sinne dessen, dass wir ja die Folge möglichst so abhandeln wollen, dass Pit heute noch nach Hause kommt, gibt es jetzt erstmal ein bisschen Stoff in Richtung Mann-Vorbeiflug. Wo ist er? Da ist er, der Mann. Guck mal, da kommt der Pit angestolpert und es geht dran vorbei. Denn wir wollen diesmal nicht anhalten. Wir wollen alles oder nichts. Wir wollen in die Tiefen des Weltalls vordringen. So, und gleich haben wir unseren Mann Escape in 36 Minuten und dann sind wir nochmal 12 Tage unterwegs. Was ist hier los? Ja, so sieht's aus. Sind wir nochmal 12 Tage unterwegs, bis der Pit endgültig in eine Sonnenumlaufbahn eintritt. Und dann würde ich sagen, erledigen wir unseren Wissenschaftskram ganz hurtig und sehen zu, dass wir nach Körben zurückkommen, bevor uns irgendwas ausgeht. Treibstoff sind wir auf jeden Fall richtig gut noch ausgestattet. So, und jetzt kommt der magische große Moment und da müssten gleich einige Lichter angehen. Jawohl, da schreit der Science Alert. So, Pit ist hiermit offiziell der erste Körbel in unserem Space Program, der im Hard Mode eine Sonnenumlaufbahn erreicht hat, der sich um Kerbol bewegt und das erste Mal den Ausblick genießen darf. Und da sieht man auch noch unsere Sonnenprobe, die wir vor einiger Zeit gelauncht haben und dann natürlich den Kontakt verloren haben, die sich da bewegt. Auch die gibt es immer noch. Also wir haben schon ersten Schrott im interstellaren Raum hinterlassen. Naja, interstellaren, interplanetaren, sagen wir mal so. Und ich würde sagen, wir feiern jetzt mal einmal unsere Wissenschaftsgeschichte hier ab. So, was haben wir da? Ich drehe das mal ein bisschen in die Sonne, dass man was sehen kann und wer auch Pit was sieht, wenn er da gleich arbeiten muss. Also, wir haben ja so ein paar Sachen zu erledigen. Wie weit ist Körben eigentlich weg von uns? Kann man da noch körbenalisieren? Das können wir gleich mal probieren. Wartet mal, bevor wir hier groß rumtüdeln. Wo ist unsere blöde Antenne? Antenne. Da. Activate. Und wir wollen als Target not in range. 84,21. Also tatsächlich hätte mit 90 Millionen Meter hätte die große Dish gereicht, um zumindest ganz knapp in den Sonnenumlauf zu kommen. Und trotzdem noch mit Kerbin funken zu können. Also, Lektion fürs nächste Mal, aber wir kommen ja zurück. Ne? Pit übergibt das alles per Hand. Okay, also wir können nicht funken. Gott, keine Verbindung mehr nach Urban. Schade eigentlich. Dann legen wir mal los. Wir können einen Crew Report machen. Der ist schon mal 6 Science-Punkte wert. Ich glaube, wir brauchen 40 oder sowas, ne? 60 sogar, ein bisschen. Ne, nicht ganz 60. 53, 52,2, wenn wir kleinig sind. Also, wir machen einen... Ach nee, den EVA-Report machen wir gleich. Wir müssen ja eh noch aussteigen. 30 Science, wenn wir es nach Hause... Die sind echt knauserig mit Science im Hard-Mode, ne?
Die sind echt knausrig. 12. Okay, ich glaube, wir sind gleich. Gleich sind wir genau da, wo er hinkommt. Das wird knapp reichen. Ja, alles gut. Jetzt haben wir es. Okay, also wenn wir das alles sauber und sicher nach Hause bringen, plus noch den EFA-Report, dann sieht das gut aus. Dann haben wir die 300 Science-Punkte zusammen. Und keine Sorge, Pit. Es ist mein oberstes Anliegen, dich in einem Stück zusammen mit der Wissenschaft nach Hause zu bringen. Also genau genommen ist es mein oberstes Anliegen natürlich, die Science nach Hause zu bringen. Aber sagt das Pit vielleicht nicht so laut? Collect, jawohl. Nein! Abgedriftet. Take Data. Ich muss das nächste Mal dran denken, mir so ein kleines Leiter-Element ranzubauen, das mir einfach festhalten kann. So. Space High over the Sun. Wir gucken nochmal in die andere Richtung. So sieht das aus. High over the Sun. Da hinten ist Kerbin zu sehen, ganz klein. Sehr schön. So, was haben wir hier noch zu machen? Ein EFA-Report. Da hat er recht. Auch nochmal 9 Science. Sehr schön. So, alles abgefeiert, was es hier abzufeiern gibt. Und ich würde sagen, wir gucken, dass wir wieder ins Warme kommen. Schön. Mensch, Pitt kann sich hiermit offiziell als der erste Kerbonaut feiern, der auch eine EFA in der Sonnenumlaufbahn gemacht hat. Also ein Pionier unter den Kerbals sozusagen, wie viele von den Kerbals. Das hier machen wir schon mal zu. Und jetzt gucken wir mal, dass wir ein Manöver hinbekommen, mit dem wir nach Möglichkeit innerhalb der nächsten 305 Tage wieder nach Körben kommen. Reicht es einfach zu bremsen? Oh, da war was. Irgendwas war da. Na gut, das ist aber, glaube ich, weit weg. Na gut, wir wollen ein bisschen härter bremsen. Noch härter. Noch härter und dann verschieben wir einfach mal unsere Umlaufbahn hier rüber. Komm schon, wir müssen auch wieder nach Körben kommen, oder? Wie kommen wir nach Köln? Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Also, wir sind momentan hier und sind ein bisschen langsamer als Köln. Das heißt, wenn wir jetzt Köln als Target setzen, müssten wir doch einfach, indem wir. Welche Richtung ist denn auf das Target zu? Ich habe gerade irgendwie so ein bisschen. Okay, die Richtung ist aufs Target zu. Was passiert denn, wenn wir diese Richtung ansteuern? Das ist ja quasi der hier. Ach, guck mal. Da sind wir in 3 Stunden wieder in einem Kerbin-Encounter. Ja, hervorragend. Alles gut. Und in 19 Tagen. Ja, hervorragend. Das sieht doch gut aus. Das machen wir jetzt genauso. Das sind 204 Delta V. Das ist in 42 Minuten, aber wir können das auch jetzt schon machen. Denn wir sind ja hier wirklich auf so großen Strecken unterwegs. Ob wir das jetzt machen oder nachher, sollte keinen Unterschied machen. Los, los, los. Ab nach Hause. Jawohl. Da ist unser Kerbin-Encounter in 2 Stunden. Sehr schön. Und dann heißt es jetzt erstmal wieder rüber in die Kerbin-Einflusssphäre wechseln. Schwupp. Ah, oh, sehr schön. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt schon mal ein bisschen retrograde und bringen das noch ein bisschen runter. Dann machen wir da drüben nochmal eine kleine Zusatzbremsung rein. Und dann war es das schon. Dann sind wir wieder unten und haben, glaube ich, alle Science beisammen, um das erste Mal auch interplanetar eine Probe losschicken zu können, wirklich mit der Intention, zu einem anderen Planeten zu fliegen, ohne den Kontakt zu verlieren. Und das wäre ja mal eine ganz gute Vorausmission für unsere erste Planetenbesichtigung. Also ich würde sagen, ihr hattet recht, es wird so langsam interplanetar im Hardcore-Kerbal Durchlauf. So, jetzt nicht zu tief. Reicht. So, damit kommen wir auf jeden Fall, komme was wolle, in 300 Jahren spätestens wieder auf Körben an. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass wir da unten dann einmal die Hacken in den Teer hauen.
und uns abbremsen, damit wir nicht drauf gehen. Was ist hier los? Oh, wir haben noch einen Milestone nebenbei geknackt. Spacewalk in Orbit of the Sun. Und wir sind das erste Mal aus der Escape the Gravitational Influence. Ja gut, wir sind wieder zu Kerbin zurück. Okay, kann man so werden. So, jetzt nicht zu schnell. Nicht zu schnell. Da ist er stolz wie Oscar. Aber jetzt haben wir natürlich... Wir könnten natürlich auch jetzt nochmal probieren, ob wir mit unserem restlichen Treibstoff heute mal ans Chaos rankommen, ne? Weil wir hätten ja hier noch echt saftige Sachen, die wir übertragen können. Wo ist denn das wilde Chaos da? Na gut, gehen wir noch ein bisschen näher ran. Wir haben Versuch wert. Mal gucken, ob wir uns einbremsen können. Oder ob das zu viel gewollt ist. Zack, wir haben noch 2 Minuten. Bisschen noch. So, ich würde sagen, jetzt zünden wir mal, was wir noch so haben. Oh, das sieht ja ganz gut aus. Also ich glaube, da können wir echt was mit anfangen. Ja, da machen wir noch einen kleinen Abstecher zum Chaos. Ja, auf jeden Fall. Komm, bremsen, 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 bremsen. Ja, ich glaube, das wird. Da müssen wir hier nur noch kleinere Orbit-Anpassungen machen. Sollte reichen. Ich muss jetzt hier nur aufpassen, dass ich nicht zu tief komme. Ich würde sagen, so 50 Kilometer können wir riskieren. Danach sollte ich aufhören damit. So, und jetzt würde ich sagen, ich tauche einmal durch die Atmosphäre durch. Ihr kriegt ein bisschen Musik auf die Ohren. Ich mache schnell die Anpassung, dass wir zu Chaos kommen. Bis gleich. So, und da sind wir im Endanflug auf die Chaos-Station. Ich gleiche jetzt gerade noch kurz den Orbit an, aber auch das ist gleich geritzt. Und wir sind auch sprittechnisch noch so weit im grünen Bereich, dass das alles ganz, ganz entspannt laufen wird. Noch zurückzukommen nach Kerbin. Ich nehme mich jetzt einfach an. Was ich da mache, ist einmal mit Pit quasi rüberstiefeln und die ganzen Experimente abliefern, damit wir sie... damit wir sie ins Labor packen können und dann nehmen wir sie wieder mit und gehen mit den Experimenten noch nach unten und geben die da fröhlich frisch ab und ich würde sagen, ja, wir haben noch 125 Einheiten Liquid Fuel, da geht noch was, da können wir jetzt auch mal ein bisschen Gas geben, dass das schnell geht. So, und ich nehme mal an, dass wir jetzt ein sehr gutes Encounter haben, 700 Meter, jawohl, kriegen wir sicherlich noch ein bisschen was rausgekitzelt, 500, 400, na komm, 300. 200, jawohl, damit kann ich leben. Gehen wir schon mal Retrograde, um das auch wieder abbremsen zu können gleich. Und dann haben wir auch das erste Mal tatsächlich an der Chaos schön was abgeliefert. Und können da die Forschung entsprechend nach oben pumpen, weil je mehr Data Points wir da drin haben, umso fixer geht das natürlich mit unseren Forschungsergebnissen. So, jetzt müssen wir langsam mal bremsen, damit wir nicht dran vorbeieiern. So. Sehr schön. Dann haben wir noch einen schönen Weltraumspaziergang und dann war... falsche Richtung. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel erzählt. Dann war es das nämlich für die Folge, wenn wir gelandet sind. Oh, wo, die Landung machen wir noch. Kommt. So viel Zeit muss sein. Wir haben ja auch ein bisschen Zeitraffer drin. Also von daher... sollte das insgesamt ganz gut klappen. Nicht wegfliegen, Chaos. Wir haben noch eine Verabredung heute. Zack, zack, zack. So. Zack. Und schnell eine Drehung rein. Hui. Damit wir keinen Unfall bauen. So. Triebwerk auf 20% müsste reichen. Jawohl. Und bremsen. Los, bremsen.
Querbremsen. Das sieht gut aus. Jetzt lassen wir uns dran vorbeidriften. Also wir sind auf jeden Fall nicht auf Kollisionskurs, das ist gut. Ich denke mal, wir können wahrscheinlich... So, da ist mir jetzt irgendwie mitten in der Annäherung KSP abgeraucht. Fragt mich nicht, warum, was da los war. Ich bin eigentlich noch gar nicht auf der 1.1. Muss jetzt noch aus der anderen Seite anfliegen, weil durch das wieder reingehen bin ich dran vorbeigedriftet. Ja, jetzt nicht zu schnell werden. Ich hoffe, dass die ganzen Einstellungen schon korrekt sind. Ah, komm schon, mach keinen Blödsinn jetzt. Mach keinen Blödsinn. So. Ach, guck mal, die haben auch schon wieder 17 Science gesammelt. Auch nicht schlecht. So, aber jetzt haben wir ein bisschen was für die mit dabei. Nämlich... Hier sind ein paar Experimente noch, die wir natürlich noch schnell verwurschen wollen. Und dafür geht's mal eben drüber zur Station. Gucken, dass ich das irgendwie vom Sichtfeld her sauber hinbekomme. So. Ach, guck mal, das ist, sieht schon richtig nach Raumfahrt aus hier. Raumstation. Raumschiff dabei. Mensch, Mensch, Mensch. Hier ist alles geboten. So, und dann geben wir das nämlich einmal hier ab, damit die das analysieren können. So. Ja. Store Experiments. Da muss ich einmal loslassen und dann hole ich jetzt. Ja. Sehr schön. Und dann haben wir hier nämlich ganz viele Experimente, die man einspeisen kann. So, das dauert jetzt einen kurzen Moment. Währenddessen driftet Pit hier fröhlich in der Gegend rum. Ich denke mal, das wird hier das längste Experiment sein. Aber guck mal, da haben wir jetzt schon 110 Data, 124 Data. Damit kommen wir natürlich schon deutlich vorwärts, was das angeht. Ich hoffe, Pit driftet uns währenddessen nicht irgendwie in die Solarpanels rein. Ja, und dann kann Pit seine Landung machen. Ich hoffe zumindest, dass KSP jetzt nicht nochmal wegraucht. Ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man nicht speichern kann. Zu gucken, wo man dann geendet ist. Nicht in die Solarpanels, Pit. Nicht in die Solarpanels. Und oh, 154, das ist doch ordentlich. Gucken wir mal sicherheitshalber, ob wir auch alles drin haben. No, 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 no. Ja, sieht gut aus. Okay, dann zurück zu Pit. So, du musst deine Wissenschaft wieder abholen. Deine Experimente. Die müssen wir nämlich noch mitnehmen. Ja? Ne, bohren sollst du nicht. Du sollst Take Data machen. So, und ab zu deinem Raumschiff. Gut, ab nach Hause. War ein langer Tag oder einige lange Tage für Pit. Und aber ich muss dran denken, dass wir dann irgendwann nochmal am Chaos die Wissenschaftspunkte übertragen müssen. Da sind auch noch ein paar drin, aber... Mal gucken, sobald das mal runter, runter, runter. Sobald das mal relevant wird, dass uns irgendwie so ein paar Punkte fehlen, dann ist, glaube ich, das Chaos. Jetzt, was ist das denn für eine Ansicht hier? So. Jetzt aber. Guti. So. Na? Na? Rap. Jawohl. Und. Sehr schön. Wir sind in der Kapsel, wir haben unseren Kram und wir sind gar nicht mehr so weit von zu Hause entfernt. Wir haben noch genug Sprit, denke ich mal, um das zu schaffen. Das heißt, jetzt heißt es Orbit und Retrograde. Jetzt müssen wir nur gucken, dass das nicht darin endet, dass wir irgendwie gegen die Chaos gegenfliegen. Das sieht gut aus. Das heißt, wir geben jetzt langsam mal Gas, so dass unsere Periapsis zurück in die Atmosphäre kommt und verabschieden uns im Vorbeiflug nochmal vom Chaos. Winke, winke.
So, und ich würde sagen, wir haben es zeittechnisch jetzt so langsam hinter uns. Deshalb mache ich jetzt mal einen Cut und mache es spannend bis zur nächsten Woche. Da sehen wir dann, was Pitt uns mitgebracht hat. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry für den Cliffhanger. Mein Name ist Robert und tschüss.